Lieben Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Minecraft Quick Survival Games. Und vorher will ich sagen zu diesem Video, das ist kein krass geschnittenes Video, also minimaler Schnitt ist hier vorhanden. Also Leute, wer krassen Schnitt von mir erwartet, schaltet weg, denn das ist einfach nur ein Themenvideo. So Leute, ich wollte euch einfach mal von was berichten, was ich letztens gemacht habe. Und zwar habe ich an das GommHD.net Team ein Antrag... Oh Gott! Und zwar, Leute, bin ich eines Nachts aufgewacht oder eines Tages oder je nachdem, wann ich mein Video aufnehme und habe so geguckt und wollte einfach mal auf ein bisschen auf Gomme spielen. Ich gehe, wie immer natürlich, joine den Server, mache mich bereit, um eine Runde Skywars aufzunehmen. Gehe rein in die Lutz, auf einmal werde ich rausgekickt. Dann gehe ich in die nächste Runde, ich werde wieder rausgekickt. Und das hat mich schon so ein bisschen, ich weiß nicht, Leute, ein bisschen gestört. Dann, nachdem ich nach 10.000 Jahren in der Runde drin bin, dachte ich mir einfach nur so, ja, das Starter-Kit, das ist nicht so toll. Ich würde schon mal irgendwann mal gerne ein anderes Kit haben. Ist natürlich sehr schwer umsetzbar, Leute. Wie gesagt, ist sehr schwer umsetzbar, da ich natürlich keinen YouTube oder Premium Plus Rang oder sonstiges habe. Dann dachte ich mir einfach mal, ich bin ja an dem Punkt angelangt, an dem ich ja eigentlich, sagen wir mal, relativ gute, also ich finde, dass ich an einem Punkt angelangt bin, an dem ich schon qualitativ gute Videos hochlade, mache, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Und dann dachte ich mir einfach, schicken wir denen mal so eine Anfrage, Leute. Dann habe ich geguckt, oh Gott, man kann so auf ihren YouTube-Channel, Kanal, bla bla bla, so eine Anfrage schicken, in der man reinschreibt, wie lange man YouTube macht und bla bla bla. Und ihr kennt es doch, wenn man sich für irgendetwas bewerbt oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich halt mein Stuff reingeschrieben. Und bis jetzt habe ich noch keine Antwort bekommen. Aber ich denke mal, die kriegen da sehr viele Antworten, sehr viele Anfragen rein. Aber ich hoffe, selbst wenn ich da keinen Rang bekomme, Leute, was ich natürlich hoffe. Und übrigens, ich habe mich für den Premium Plus Rang beworben, also nicht für den YouTuber Rang. Da braucht man irgendwie 25.000 Abos mindestens. Deswegen habe ich mich für den Premium Plus Rang beworben. Da hast du halt nicht alle Kids, aber ich hoffe, dass sie die Kids da irgendwie für mich freischalten oder so. Denn es wird auf Dauer ein bisschen mühsam, immer zu gucken, was man hochladet, wenn man nicht so viele Kids hat, natürlich, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, ich bekomme eine Antwort. Es wäre echt blöd, wenn ich überhaupt keine Antwort bekommen würde, wie bei Matt Gumbel zum Beispiel. Um nicht vom Thema abzuschwächen, wieder zurückzukommen, ich hoffe, ich kriege eine Antwort von denen. Ob negativ oder positiv, ist eigentlich egal. Antwort ist Antwort. Das war dann so meine Erfahrung, wie es mein Leben gerade passiert und was da los ist. Und dass ich endlich mal so einen schönen Premium Plus Rang will. Selbst wenn es kein richtiger YouTuber Rang ist, würde ich mich sehr über eine Antwort vom lieben GommHD.net Team freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, mach's gut. Morgen gibt's mal wieder ein freshes, bearbeitetes Skywars-Video oder Endergames-Video, je nachdem. Haut rein, mach's gut und ciao.